Ja, und da sind wir wieder zurück bei Abstergo und damit bei Assassin's Creed mit Miriona. Und ja, wir sind hier aufgewacht und hatten uns ja doch eine Besser. kleine Ja, hi. Geschichte hier über die Firma erzählt und dass sie die Sachen gar nicht erfinden, sondern nur finden. Also eigentlich sind sie gar nicht so schlau, wie sie wirken, mit seinem tollen Arztkittel da Sie hinten. müssen Ja, sich hinlegen, Desmond. natürlich muss ich das. Und wir können jetzt doch freudigerweise noch länger im Animus bleiben, das heißt noch länger auf dieser unbequemen Konstruktion hier. Ja, ich lade Wir einfach sind mal die bereit. Sitzung fortsetzen. Mal schauen, was uns hier Sollten Sie erwartet. einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen, um keine weitere Aufmerksamkeit zu erregen. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Das ist schlecht. Immerhin haben wir... So, was ist das denn? Neue Fähigkeit erlernen. Kante greifen. Umschalt drücken. Loslassen. Ja, die Frage ist jetzt nur, ich habe Handschuhe bekommen. Okay, der labert mich jetzt gleich wieder an. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Natürlich. Losreißen, drücken und halten Sie Taste 1, drücken Sie Umschalt. Wenn Ihr Gegner nach Ihnen greift, im... Okay, was war Taste 1? Okay. Kampfmodus, ah, hier. Warte. Taste 1. Hier geht's nochmal. Drücken. Welche Taste war denn jetzt 1? Ah. Nein. Mann. Ach so. Rechtsklick ist natürlich erst Taste 1. Es war mir ja sofort klar. Ich wusste, da war irgendwas anders, aber... Na? Das Werk eines Meisters. Das ist... Sollte ein Mann kämpfen. Yep. Das ist doch mal sinnvoll. Das hätte ich im letzten, ja, Mini-Tutorial, Mini... Ich verstehe. Ja, im letzten Mini-Boss-Kampf hätte ich das wissen sollen. Da haben sie mich die ganze Zeit fertig gemacht, weil sie mich einfach nur in alle Richtungen gehauen haben. Naja,
Besser spät als nie. Okay. 26 Flaggen, alle werden wir dann niemals finden. Könnten wir schon, aber werde ich nicht. Das würde dann doch zu lange dauern. Aber trotzdem, wenn man mal eine sieht, kann man doch. Okay. Damaskus. Ich würde sagen, wir gehen mal. Wir waren gerade in Jerusalem, also würde ich sagen, gehen wir da gleich nochmal hin, dann können wir uns benutzen da mal Sie die Action-Sicht, näher um Informationen über schauen. Ihre Umgebung zu erhalten. Da nutze ich die Action-Sicht doch gerne. So. Hat er hier noch was zu sagen? Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht er. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Ah, das ist doch freundlicher als wir dachten. Okay, wir müssen zu irgendeiner Kirche, zu einer Synagoge und zu einer Moschee. Also. Zeig mal, wo sind wir denn? Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Aussichtsturm da hinten. Ich hoffe mal, wenn wir den. Oh. Ah, nein, das war ich nicht. Dann habe ich schon wieder die Soldaten am Arsch. Ich hoffe mal, wenn wir diesen Aussichtsturm da aktiviert haben, dass wir dann auch auf der Karte angezeigt bekommen, wo sich jetzt unser Ziel nochmal genau befindet. Also. Nichts hier hoch. Mist. Ja, das ist aber ein Miniturm, das. Naja. So. Trotzdem erscheint der Todessprung hier von überall, als würde man, keine Ahnung, von irgendwo ewig weit hoch runterspringen. Von. Punkt, der ewig weit oben liegt. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Kommt nicht näher. Nein, nein, nein. Das habe ich auch nicht vor. Was ist jetzt schon wieder los? Nicht schon wieder. Okay, Verstecke, Verstecke, hier. Hör auf mit Stein nach mir zu werfen, du. Ah, wo kommen die denn alle her? Lauf! Das Problem ist, hier sind immer mehr. Und wie ist denn die Action-Sicht? Ah! Dich auch, ob sie hinter mir sind. Okay. Dann gehen wir hier mal hoch. Zack. Und dann. Komm schon. Dann probiere ich hier mal reinzugehen. Huh. Wo sind sie denn? Oha, das waren sehr viele. Reinitialisierung. Okay. Dann gehen wir jetzt mal da runter und versuchen mal hier ein bisschen was zu belauschen. Ah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, Al-Mualem hatte wirklich recht, dass die Soldaten jetzt nicht mehr sonderlich gut auf uns zu sprechen sind. Ah.
Das war auch wieder knapp. Okay, wir gehen hoch. Vielleicht können wir dann hier rein. Los, geh rein. Nein. Ich hab's ja fast geschafft. Na, komm schon. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Da, komm. Hier sind aber auch alle... What? Es sind überall Bogenschütze auf den Dächern und so. Nein, nein. Fallen lassen. Alter. Wollte ich verarschen. Du sollst nicht die Wand hoch. Ich brauche nur mal so ein Kackversteck. Hey, hier ist eine Flagge. Jetzt, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die denn überall? Okay. Jetzt, natürlich haben sie mich schon wieder gesehen. Ja. Huh. Besser und besser. In der Tat. Okay, mach jetzt halt ein bisschen unauffälliger. Versuchen über die Dächer so nahe wie möglich zu kommen. Und ab hier. Haltet bitte ein! Ihr tut mir weh! Was für ein Hakir, Officer! Ich will jetzt nicht schon wieder Stress anfangen. Ich weiß, ich habe schon lange keinen Bürger mehr gerettet, aber... Es geht jetzt leider nicht anders, Entschuldigung. So. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Sch, wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. So, diesmal warten wir auch, bis er ein bisschen losläuft. Sonst klappt das wieder nicht, das kann ich euch gleich sagen. Na los. Geht doch. Was steht ihr da herum? Geht! Was wollt ihr? Wie? Sag mir nicht, dass ich. Komm ich hier nicht durch? Hey! Euch kenne ich doch! Will mich auf den Arm nehmen oder was? Ja. Manchmal macht er nicht genau das, was ich will. Zum Beispiel jetzt gerade bei dem Geländer. Da wollte er sich ums Verrecken nicht hochziehen. Komm schon, ich hoffe, dass ich raus einfach so komme. Was ist das denn? Was ist jetzt schon wieder passiert? Wieso musst du auch immer durch so ein, keine Ahnung, bescheuertes Ding damit zu Soldaten gehen? Geht er völlig zu rein. Ich gebe auf. Er ist weg. So, jetzt. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Entschuldigung. Das heißt, da runter. Fallen lassen. So. Wo ist er? Oh, jetzt muss ich dich schon wieder erfassen. Nein, nicht den da. Wollt ihr etwas? Was guckt du mich denn so an? Der hat einen Topf auf dem Kopf.